herzlich willkommen zurück zu Crash Bandicoot 6, der Zorn des Cortex, mit Herbert Grönemeyer im Crash Bandicoot Musikantenstadel. Und ich habe mir einen super Co-Moderator zur Seite geholt, den Udo Lindenberg. Ja, Moment, also, guten Tag, liebe Leute, Freunde des Spaßes da draußen, könnte man sagen. Ehrlich gesagt, Herbert, ich finde es gerade nicht so gut. Ich wurde nicht vertraglich eingeweiht, dass das hier Musikantenstadel-Scheiße ist hier, ne? Hier soll gerockt werden, hier rocken das Haus, ne? Rockenhut, wie man das heutzutage so cool sagt. Ich bin ja auch cool, ja. Ich bin ja der Udo und ja, ich mach davon, glaube ich, einen Song von dem, was du gerade gesagt hast und dann verkaufe ich das mal. Und dann, wir sollten unbedingt mal zusammen einen Song aufnehmen, da bin ich auch für, aber man kann das nicht unbedingt eine Rocksendung hier nennen, weil, ich weiß nicht, ich mache eigentlich keine Rockmusik und bei dir würde ich das auch eher so, ja, wie soll man das nennen? Ja. Drogenmucke. Das wäre eigentlich so der ideelle Ausdruck, ne, mein Lieber. Was hast du mit deiner Leber? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall. Aber mal ohne Scheiß, Herbert. Ich finde, da könnten wir echt mal so einen Song machen für die Zuschauer zusammen. Das könnten wir eigentlich mal bringen, ja. Oh, warum eigentlich nicht? Da können wir mal überlegen. Ich fange an mit meinem Merch und du fängst dann an mit deinem, was weiß ich hier, keine Cello. Ahnung. Cello. Cello, ja. Genau. Das klingt eigentlich auch ganz interessant, wenn Herbert Grönemeyer versucht, Udo Lindenberg zu imitieren, dann wird das wahrscheinlich so klingen. Cello, Nee, aber ohne Scheiß, wir könnten echt mal so einen Udo Lindenberg und Herbert-Song machen, wir beiden. Ja. Das wäre mal geil. Das wäre eine coole Idee. Das wäre mal echt cool. Ich muss jetzt leider nochmal wieder raus und wieder rein, weil ich gerade gestorben bin. Und ich darf ja bis zur Totenkopf-Plattform nicht sterben. Ich muss raus und wieder rein. Ja. So spielt das Leben mit. So ist es im Leben, ne? Ja, immer diese scheiß Totenkopf-Plattform auf der Straße. Oh Gott. Oh. Ja. Ja, so viel zu dem Thema, ne? Aber die Idee ist eigentlich gar nicht verkehrt. Einen kleinen Song kreieren mit Herbert und Udo. So ein Duett. Ja, ich finde das geil, ja. Mhm. Müssen wir nur gucken, wir müssen aber erst ob wir dann ein bestehendes Lied nehmen oder ob wir ein eigenes Lied kreieren mit einem Text. Bevor wir das machen, sollten wir vielleicht mal ein Projekt in Angriff nehmen, was wir schon seit etlichen Äonen von Jahrhunderten geplant haben. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich weiß ganz genau, was du meinst, aber ich nehme das nicht mehr wirklich ernst, wenn du das ansprichst. Hallo? Jetzt, das klingt wieder so, als wenn das an mir liegt. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Nein, das liegt nicht am Dave, liebe Leute. Das liegt auch nicht an mir, hallo? Ich habe ungefähr 2 Jahre lang gefragt, wann hast du mal Zeit, mein Lieber, das machen. Ey, mein Lieber, Herr Gesangsverein, mein Lieber. Wenn ihr mal meine Infovideos guckt, ich glaube, ich habe vor 1,5 Jahren oder so, habe ich ein Infovideo hochgeladen, wo ich gesagt habe, dass Dave und ich ein Let's Übersetzt planen. Und was ist daraus geworden? Das kommt doch auch noch. Ja, das kommt auch noch, wenn wir alt und grau sind. Na, das bist du doch jetzt schon, also, aber nee, danke, also, ja, bitte. Danke. Nee, auf jeden Fall, das können wir doch auch noch machen. Aber wir hätten das auch noch machen. Als ich dich besucht habe, habe ich dir gesagt, wir machen das jetzt. Da hast du gesagt, nee, jetzt bin ich mal zu müde. Da hat er nachts um 3 gesagt, jetzt können wir das Let's Übersetzt machen. Da haben wir schon 2 Aufnahmen hinter uns gehabt. Oh, jetzt hätte ich Bock auf ein Let's Übersetzt. Mitten in der Nacht. Das ist aber nicht wahr. Das ist wohl wahr. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Alibaba. Und die 7 Räuber. Ja. Nee, 40 waren es ja. Oh. Oder Schneewittchen und diese 40 Zwerge. So, jetzt sind wir wieder bei Crash. Jetzt muss ich mir tatsächlich ein bisschen Mühe geben, weil ich nicht sterben darf bis zur Plattform. Aber Oma, wenn ich die Idee gar nicht gehabt hätte, dann hätten wir es gar nicht so schon planen können. Die kommt ja von mir, die Idee. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das doch, das sein. Weiß ich noch. Ich habe mit der Idee, habe ich da, ja, ja. Ja? Ja. Ja gut, mag sein, das will ich jetzt nicht sagen. Ich habe das Copyright drauf, mein Lieber. Ja, so, okay. Wenn du das sagst. Nein, doch. Ja, aber weiß ich echt nicht mehr. Weiß ja, ich echt nicht mehr. Ja, ja, ja. Wie das zustande gekommen ist. Ich weiß, dass du das nicht mehr weißt. Ja, ja. Ist ja normal bei mir. Ja, eben. Ich weiß nicht. Nee, wir kriegen das noch hin, Alex. Das freut mich. Ich weiß ja auch überhaupt nicht, ob die Leute das sowas vielleicht überhaupt sehen wollen. Ja, könnt ihr doch mal nochmal sagen. Möchtet ihr ein letztes Mal. Ihr wisst ja gar nicht mehr, was das überhaupt sein sollte. Und ich glaube, selbst wenn wir das jetzt so schreiben, die Leute, die schreiben es bestimmt nicht in die Kommentare, weil die meistens zu faul sind, um zu kommentieren auf sowas. Nein. Na, also ich habe schon eigentlich einige, die fleißig kommentieren, auch oft. Doch.
kann man so sagen. Ich kann ja mal, man kann ja auch mal, man kennt ja seine Pappenheimer, ne? Robert Krüger, was hast du denn dazu? Würdest du da, hättest du da vielleicht Lust zu? Robert Krüger, der hat da bestimmt Bock. Weil Robert Krüger ist ja echt ein Stammzuschauer von dir. Das ist ein Stammzuschauer. Muss ich nochmal sagen, große Lob an dich, Robert, weil du wirklich jedes Projekt bei mir guckst, ununterbrochen. Ja. Und das ist echt Hut ab, wirklich. Egal was ich spiele, du bist immer dabei. Und das muss ich echt mal. Ja, es ist ja mal Lob aussprechen, wirklich. Es ist vielen, ja vielen halt Dank. Auch einfach immer geile Unterhaltung. Ja, aber es sind ja wirklich sehr, sehr verschiedene und unterschiedliche Spiele, die ich hier präsentiere. Ja. Und anscheinend liegt es ja bei ihm echt nicht daran, dass er das Spiel mag, sondern er guckt das wirklich, weil ich das präsentiere. Und das finde ich echt ein schönes Kompliment. Ja, echt. So gesehen kannst du als Let's Player kein größeres Kompliment kriegen. Also nee, eben. Jemand, der mir bei mir alle Parts guckt, also alle Projekte, finde ich schon krass. Du sollst die Kisten, ja. Nee, brauche ich ja nicht. Ich will ja nur leben zur Plattform hin. Ja. Ja, was? Ja. Weil du sonst immer gesagt hast, du bist auch so einer, du nimmst trotzdem, musst trotzdem immer noch mal alle Kisten wieder mitnehmen. Ja, aber ich wollte ja eigentlich gar nicht hier eben in den Raum rein, hier in, ne? In das Bonus-Level wollte ich ja eigentlich gar nicht rein. Nee. Nee. Ich beiß mal wieder in mein Brötchen rein. Ja, beißt du mal in dein Brötchen. Bis morst. Der Daniel. Der Daniel ist super. Und alle super. Ja. Super duper. Hab letztens wieder davon geträumt, vor dem Tag in Dortmund, wo wir Michi und Fritz getroffen haben. Ah, cool. Das war auch, ist auch eine geile Sache gewesen, bestimmt. Ja. Ich hätte dich auch gerne dabei gehabt. Ja, ich wäre auch gern bei gewesen, so ist das nicht. Wenn es nicht in Dortmund gewesen wäre. Es ist für mich immer nicht so einfach mal eben schnell nach Dortmund zu kommen für ein Wochenende, weißt du? Das müsste man schon ein bisschen länger planen dann. Ja. Aber das mache ich bestimmt auch, dass ich irgendwann nicht besuchen werde. Keine Sorge. Und dann besuchen wir Dennis. Ja, das ist ganz wichtig. Weil das müssen wir echt. Dennis, ne, weiß Bescheid. Weil das müssen wir echt nutzen, wenn du hier bist. Dann buch schon mal Urlaub an dem Tag, dass du dann wegfährst, ne? Ich mach mich frei. Nein, bitte nicht. Von allen Obligationen. Okay. Ich krieg hier schon Angst. Du lässt mich auch nicht ausreden. Oh Gott, was ist denn hier los? Kommt da Flammen hoch oder muss ich einfach nur springen? Obwohl, einfach nur springen ist bei mir auch nicht. Ja, geil, der Boden geht weg. Die Wände kommen immer näher. Oh, Snarri, da ist er. Da ist das Ding. Ich hätte jetzt so gelacht, wenn du jetzt an dem vorbeigelaufen wärst. Da und rein in den Dings da. Was sind das eigentlich? Das sind ja keine Beam-Bubbles, das sind keine Warp-Rooms. Was sind das eigentlich da? Beam-Bubbles, ja. Das sind... Das war deine Warp-Kreation. Ich weiß übrigens, dass das Wort Beam-Bubbles ins Best-of von Teil 3 reinkommt. Das hat der Rick mir schon erzählt. Aha. Beam-Bubbles. Fand ich so genial, die Worte. Ich finde das ja echt... Ich weiß ja nicht. Ich bin da immer noch... Ich finde das richtig saugeil. Mhm. Ist auch. Ja, mein, Dein. Mein, wie soll man das sagen? Mein Schamgefühl ist ja auch schon ein bisschen zurückgegangen. Mittlerweile. Schamgefühl? Wobei? Ja, weil ich Hab ich ja schon gesagt, ich schäme mich mal so ein bisschen dafür, weil ich halt denke, dass ich das gar nicht verdient habe, da irgendwie so in so einem Aufwand mit drin zu stecken. So. Ach komm. Ja. Das hast du doch bei mir auch nicht gehabt, wenn ich ein Best-of von dir gemacht habe. Ja, oh, guck mal. Doch. Guck mal, wen siehst du denn da? Blondie. Ja, Coco heißt sie. Der Coco. Das heißt, du wirst jetzt live einen asiatischen Level miterleben mit der Coco. Ja. Leider hörst du natürlich die schöne Musik nicht, die ist wirklich sehr schön, die mag ich gerne hier. Aber es ist auch wirklich ein schwerer asiatischer Level für mich. Ich hab mich da gibt's auch wieder einen Kopfplatz. Ich hab mich bei deinen Best-Offs, hab ich mich aber auch, weil ich auch so ein bisschen so. Ja, ich mach das aber auch wirklich sehr gerne. Ja, ich auch. Guck mal, jetzt haben wir hier Asien. Oh, verregneten Asien-Level, den hatten wir aber noch nicht. Nee, das stimmt, obwohl du den erst noch gar nicht gesehen hast, aber das stimmt. Ja, das wusste ich. Mhm. Das ist das erste Mal, dass du Coco als Jump-and-Run-Figur siehst, ne? Also nicht als Reiten. Stimmt. Oder als Wasser-Ski-Lenkerin oder... Frosch! Einfach... Ja. Fisch! Ach, das ist eine... Potz, Blitz! Das ist so eine Jumpy-Jump. Wer war das immer noch? Es sagt Potz, ja, es ist ja so ein, das ist ja so ein Phänomen der Menschheitsgeschichte seit 311.000 Jahren. Dass nie jemand Potzblitz sagt, außer irgendwie so eine komische, wer war das, Pippi Langstrumpf oder so? Irgendwer sagt ja immer Potzblitz. Es sagt sonst kein anderer Mensch,
auf der Welt. Ich glaube, Captain Blaubeer hat das mal gesagt. Potzblitz. Was kann das sein? Wer war das nochmal? Captain Blaubeer? Da, man hat es ihm gehört. Hurga, Hurga, hat er ihm gesagt, als ich da eingesammelt habe. Hurga, Hurga, Hurga. Guck mal, das Coole ist ja auch, wenn Coco sich dreht, die macht halt so einen Roundhouse-Kick hier so. Also die dreht sich nicht wie so ein Wirbelsturm, sie ist ja auch nicht so ein Bandicoot-Tier. Obwohl, eigentlich schon, aber ich weiß auch nicht. Was ist eigentlich Chuck Norris gegen Ette? Wer ist Ette? Ja, sie ist Ette. Achso. Kennst du nicht Ette? Nö. Ette und Ihmchen. Ette ist für Frauen und Ihmchen ist für Kerle. Ich habe eine Tante, die nennen wir Tante Ette. Die ist so, ja, die heißt Tante Ette. Die. Weil sie Henriette heißt und deswegen heißt sie Tante Ette. Henry? Aber nee, das ist Henriette. Also die Ette Henry. Ja, Doppelname. Henriette heißt sie. Ja, Henry wurde früher auch, liebe Kinder, als Frauenname benutzt. Nein. 3, 4, 5. Henriette. Nee, bei uns sagt man das hier so. Hier Ette und Ihmchen. Ihmchen, ja, Ihmchen sagst du öfter, das habe ich schon, ja. Und Ger, Ger, Ger. Das sagst du ganz selten in letzter Zeit. Ger fand ich früher immer so cool. Ger. Ger, Ger, Ger. Guck mal, pass mal auf, jetzt geht's locker los. Ich glaube, ja, ich glaube so ein bisschen, seitdem ich hier nicht mehr zu Hause wohne, hauptsächlich. Ruhig, ich muss mich concentration. Ja. Ich weiß nicht, ob die Kisten zerstört werden, wenn das Wasser sie kaputt macht. Ja, werden sie. Wo weißt du das denn? Weil das bis jetzt immer so war bei solchen Gegnern, dass die mit zerstört wurden. Das sagt derjenige, der Spyro spielt. Nee, aber ich kenne das auch aus deinen Let's Plays. Und das wurde immer schon mit zerstört. Auch von irgendwelchen Eisbären und Dinosauriern, die dich verfolgt haben und so. Du machst dir da viel zu viel Gedanken. Du musst einfach nur. Gedanken sind. Du musst da einfach nur wegkommen. Mehr musst du gar nicht. So. Jetzt müssen wir gleich mal eben gucken. Das wird ja, mir. Guck mal hier, da ist nämlich ein Stück Dingens. Ja. Da müssen wir nämlich drauf. Jetzt mal eben gucken. Ich wollte das eigentlich aktivieren. Guck mal, es fehlen nämlich 6 Kisten. Ja, scheiße, ne? Ja, das ist nämlich die Frage. Ich hätte doch kaputt machen müssen. Ja, glaube ich nicht. Ja, siehst du doch hier den Beweis. Aber ja, das egal, heißt aber nicht, dass das auf der Strecke sein muss, wo du gerade verfolgt wurdest. Ja doch, ich habe sonst alle eingesammelt. Nee, ich mache jetzt das hier den blauen. Das ist gar keine Totenkopfplattform, das ist der blaue Edelstein. Hier. Ist ja fast das gleiche. Ja, ist auch schwer. So ein bisschen Venedig-mäßig mit den Schiffen. Venedig ist übrigens voll das Drecksloch und total die Bruchstadt. Das kann ich mal aus Erfahrung sagen. Ich war da noch nie. Ja, ich ja, aber ich hab's auch nicht bereut. Quatsch. Du hast ich hab's bereut. Bereut. Ja. Ich hab's auch nicht bereut. So, wo waren wir jetzt eben stehen geblieben? Ich bin ein Idiot. Ja, das davon reden wir schon die ganze Zeit. Das nein, ich hätte die Kiste nicht aktivieren dürfen. Weil wenn ich dadurch, dass ich jetzt die Nitro-Kisten kaputt gemacht habe, fehlen mir die, glaube ich, hier. Die brauche ich, glaube ich, hier, um irgendwie weiterzukommen. Ja, da kommt später so eine Stelle. Das hat Dennis nämlich in seinem Let's Play auch dann festgestellt. Also ich darf das nicht aktivieren. Ich muss ohne den grünen Schalter hier lang. Wie soll man denn darauf kommen, wenn man das Spiel nicht kennt? Ja, gar nicht. Das ist ja die Schwierigkeit. Ausprobieren. Trial was für dich halt wieder Unfairness ist. Nein, nö, das ist nicht unfair. Nein, das ist ja Trial and Error so ein bisschen. Hat ja mit Unfair nichts zu tun. Das kann man ja hinterher rausfinden. Anders ist es bei Sachen, die rein von der Programmierung her unfair schon gemacht sind, die unfair angelegt sind. Das finde ich unfair. So wie bei Crash Bash halt. Ja, ich wusste, dass das Spiel jetzt kommt. Ja, es ist halt nochmal so. Es tut mir leid. Ich sehe das nach wie vor so. Ja, das darfst du ja auch gerne so ja sehen. Das ist ja teilweise auch ein bisschen unfair gemacht, aber mich stört's nicht. Wenn ich nicht gerade ein Goldrelikt versuche zu kriegen. Nee, gar nicht wahr. Ich bin ja gar nicht so beim Goldrelikt ausgerastet. Das war ja der Kristallkap. Wir waren nur eben noch, irgendwas waren wir am Erzählen. Was, ja, wir erzählen die ganze Zeit nein, schon nein, was. Nein, nein, wo waren wir denn da stehen geblieben, als du in den Verfolgerdingens da abschnitt. Ach, sie kann gar nicht rutschen. Wo waren wir denn da? Irgendwas wollte man ja noch sagen. Das ist alles nicht so einfach hier. Das hier sind Scheißsprünge jetzt. Mogi, Mogi. Huka! Oh. Hui! Nein! Siehst du, da hinten, siehst du das? Da hinten kommen nämlich Nitro-Kisten. Ja. Und die brauche ich halt. Darf ich nicht kaputt machen, sonst komme ich doch nicht lang. Kommst ja, du denn hinterher nochmal zu der grünen Nitro-Kiste? Dann hinten muss ja dann, ne? Nee, ich glaube, da hinten gibt es nochmal eine grüne Auslösungskiste. Wobei, ja, die ist halt eigentlich ja egal, weil es gibt ja zwei Enden. Ich brauche hier nicht wieder zurück. Ja, weil das wäre ja die Frage, ob die andere
grüne Ausrufezeichenkiste auch die andere grüne Ausrufezeichenkiste mit zerstört, wenn man die aktiviert. Ach so, du meinst, dass der Schalter praktisch als extra Kiste gezählt ja, wird? Ja, genau. Das weiß ich gerade gar nicht, ob der als Kiste zählt. Ich glaube nicht, oder? Weiß nicht. Weil das hier wären ja theoretisch auch Kisten, diese Metallblöcke, oder? Ja, das ist keine Kiste, oder? Ja, ich weiß es nicht. Das weiß ich jetzt gerade auch nicht.